Wir sind heute zu Besuch beim Rudi Schmidt auf seinem Hof und er wird uns seine Äcker und Wiesen zeigen und die ganz besonderen Pflanzen, die dort wachsen. Ah, servus Rudi. Hallo Johanna, schönes Wetter haben wir uns ausgehört. Ja, grüß dich. Freue mich, dass du uns zu Gast bist. Ja. Was sind das für Flächen, die du da bewirtschaftest auf deinem Hof? Und kannst du vielleicht ein bisschen zusammenfassen, welche Brachen und Wiesen du für die Natur erhältst? Das möchte ich in zwei verschiedene Gruppen geben. Die erste Gruppe war halt für mich als Botaniker diese Art von Pflanzen, wo ich jahrelang schon sehe, dass sie weniger werden oder in der Region nimmer mehr stark vertreten sind, die zu unterstützen. Und das andere ist, das ist eher so ein kindlicher Wunsch, den ich eigentlich immer schon habe, oder weil ich als Landwirt in eine Landwirtsfamilie geboren bin, dass ich das von klar auf gesehen habe. Und da gibt es so Flächen, die habe ich als Kind schon gern gespielt und besucht und die will ich einfach da halten. Und das Resümee von diesen zwei Gruppen ist, dass beides sich gut kombinieren lässt mit Natur erhalten und gestalten. Und du hast jetzt schon erwähnt, du bist ausgebildeter Botaniker, oder? Ja, ich bin ausgebildeter Botaniker. Die Leidenschaft habe ich in der Schule erkannt, wie wir damals noch Unkräuter bestimmt haben, die am Feld nichts verloren haben. Waren damals noch relativ häufig diese Bei- oder Unkräuter und das war ein Steckenpferd oder eine Liebe von mir und ich habe dann gemerkt, dass ich das gern tue, dass ich die suche, dass die mich suchen, dass ich die finde und dass ich die auch erhalten will. Wir haben da jetzt eine typisch schöne Situation an Beikräutern, wie sie quasi kältekeimend vom Spätherbst über den Frühling sie entwickeln und da hätten wir da ein Sommer-Adonisröschen. Sehr fesch. Das ist eine Pflanze, die relativ zeitig blüht, jetzt schon quasi Ende April, Anfang Mai. Daneben, ein bisschen später dran, hätten wir eine österreichische Hundskamille, die wird jetzt dann in den nächsten 10 Tagen blühen. Und dann hätten wir da einen Tulpenblütler, das war das durchwachsene Hasenohr, das dann so goldgelb blüht und große Nektarien hat und viele Blütenbesucher anzieht. Und das sind eigentlich klassische Getreidebeikräuter, die im normalen Getreidebau heutzutage verschwunden sind, weil diese Intensivsorten so viel Licht wegnehmen, dass diese Arten quasi nicht mehr passieren können. Du hast ja unterschiedlichste Flächen, Brachen, die was eher kurzlebiger sind und dann diese langjährigen Brachen, eine Wiese, eine Magerwiese. Kannst du ein bisschen erzählen, wie ist das alles entstanden oder wie entsteht eigentlich so eine Fläche? Wie kann man sich das vorstellen als jemand, der sich da überhaupt nicht auskennt? Ja, entsteht wird das aus mehreren Blickwinkeln. Ein Blickwinkel ist, dass natürlich Flächen, die magerer sind, konkurrenzschwächere Arten zulassen. Und da ist die Stärke des Botanikers, dass er sofort sagt, da gibt es die Art noch, das sicher noch, das kann ich da fördern, schützen, wieder ansiedeln. Das zweite ist, wo wir ganz bei einem anderen Typ sind, dass man ihm sagt, ich habe einen Intensivagrarraum mit gar nichts da, wie kann ich da was gestalten? Und da kommt aber schon wieder der Landwirt entgegen, der sagt, wenn nichts da ist und ich mache das und kultiviere das und mache das, dann könnte das das werden. Und in unserer Kulturlandschaft, im Speziellen im Intensivagrarraum bei uns, sind ja mehr oder weniger alle Lebensraumtypen gefährdet, außer Ackerintensiv. Und dementsprechend viel kann man sie da anlegen, gestalten, wieder werden lassen. Aber das heißt, du machst beides. Also du tust aktiv diese Naturflächen anbauen und du hast auch Flächen, die du das von selber wachsen lässt, ja, oder? Wir sitzen da auf einer Wiese, die von selber passiert ist. Ich habe aber genauso dann, was wir dann später besuchen wollen, ältere Brachen, wo seit der Nachkriegszeit intensiv gewirtschaftet wurde mit Pestizide, Dünger, was halt alles so dazugehört hat, um zu produzieren. Und da gibt es keinen Samenpool, wo man sagt, wenn ich da jetzt dann das sich selbst entwickeln lasse, wird das was Wunderschönes. Sondern da passiert einmal lang gar nichts und nur Problemarten konkurrieren sich gegenseitig weg.
Und somit muss man da schon ein bisschen nachhelfen, sonst hat man über Jahrzehnte eigentlich keine Biodiversität. Und was sind da deine Erkenntnisse, was genau solche Flächen betrifft, die du dann anbauen musst? Was könntest du da Eine grundlegende Erkenntnis ist, Geduld und Warten, was das Landwirtsstärke nicht ist, ist, dass ich, wenn ich diese Samen da einbringe, dann keimen die, sobald sie die Bedingungen vorfinden, die sie brauchen. Und das kann noch ein paar Jahre erst sein. Und der Landwirt ist wiederum einer, der was sagt, ich baue das an, ich will das schützen, ich will das produzieren und ich will davon einen Ertrag haben. Und das hat einen zeitlichen Rahmen. Und wenn in dem Rahmen das nicht passiert, dann wird er nervös. Und auch wenn ich jetzt eine ausdauernde Kultur hernehme, zum Beispiel einen Weinstock, dann sicher, wie der wächst und wie der im zweiten, dritten Jahr dann Trauben hat. Aber diese Brachen, da sind oft Orten dabei, wo dann draufsteht, hallo, ich habe diese Art angebaut, jetzt ist 7 Jahre her und die wächst noch immer nicht. Und plötzlich nach 10 Jahren war der Winter so kalt, der Frühling so warm, der Sommer so trocken, hat die keimen können. Da haben wir einen Segelfalter. Ah, ja. Der kommt jetzt zu uns. Ja, also das heißt, da ist Geduld gefragt und da ist wiederum die Stärke des Botanikers, der was sagt, ha, jetzt ist die Pflanze da, auf die habe ich schon 5 Jahre gewartet. Also diese Fläche ist jetzt dann aus naturschutzfachlicher Sicht sehr funktionell und wichtig, weil sie vernetzte Gehölze miteinander und ist in dieser offenen Landschaft ein trennendes Element des mehr oder weniger dauernden Sichtschutz bietet für Orten oder eben für Blütenbesucher in einer Zeit, wo links und rechts sieht man das Ganze recht kahl ist, wo sie die zurückziehen können. Der Blühaspekt ist momentan bei dem Färberweid, diese gelbblühende Art, eine zweijährige Art, und wird sie dann zu diesem Goldlabkraut, das golden ist, und dazwischen haben wir einen Wachtelweizen. Das wird sich dann regelmäßig ändern und verstärken. Dann hätten wir da mehrere Salbearten da, die dann ganz spät blühen. Also wir hätten beginnend von März bis in den Spätherbst einen intensiven Blühaspekt von mehr als 30 Arten. Und das ist für die Funktion in der Region recht wichtig. Was ist das da jetzt für eine Fläche? Ja, das Ganze ist ein Feldstück, das ich von meinen Eltern übernommen habe als 5-Hektar-Schlag. Und jetzt generationenübergreifend mit meinen Kindern oder meinem Sohn geteilt habe in einen Schlag, der sich aus verschiedensten Flächen zusammensetzt und verschiedenste Interessen hat. Mhm. Von quasi Landwirtschaft, mhm, also über Naturschutz bis zu Feldgemüse. Mhm. Und da speziell jetzt, wo wir stehen? Das ist eben strategisch mehr eine Naturschutzfläche, wo wir versuchen, mehr oder weniger die Diversität bzw. der Tier- und Pflanzenwelt, die im Intensivagrarraum zurückgedrängt werden, wieder ins Zentrum zu stellen und von dem ausstrahlend immer wieder wirtschaften. Wir haben versucht, alle Landschaftselemente quasi einzubauen. Wir haben zum intensiveren den Feldrain, dann haben wir daneben eine Vegetation, die sich aus Gestätten zusammensetzt, die wir gar nicht pflegen und überwinternde Orten haben, das verholzen lassen, zusammenbrechen. Dann haben wir daneben eine Fläche, die mehr oder weniger normal als Feldfutter genutzt wird. Dann haben wir da versucht, hier alle Baumarten unterzubringen, um den Blühaspekt vom zeitigen Frühjahr bis zum Sommer durchzuleben. Und da haben wir dann eine normale Weide quasi, in Zukunft ist vorgesehen, dass das beweidet wird. Wir versuchen da jetzt den Naturschutz ins Zentrum zu stellen, damit wir so viele wie möglich Arten erreichen, die dann in den Agrarraum, in den intensiveren, nicht ausweichen, sondern den erobern können. Mhm. Ist das noch relativ jung? Wie kann man sich vorstellen, dass das dann in 10 Jahren ausschaut? Ich hoffe in 10 Jahren, dass das Tier und Mensch und Pflanzen alle optimal profitieren werden, weil die Bäume sind dann so groß, dass man drin nisten kann, Ansitzwarten hat. Wir werden die Früchte nutzen können, die Insekten werden die Blüten haben und den Schatten, den werden wir auch haben. Also wir erhoffen uns in Zeiten wie diesen eine
wirklich blühende Zukunft. Was sind da jetzt Pflanzen, die du hervorheben würdest? Also wir hätten da eine normale Luzerne, die klassisch ist für Ostösterreich. Das ist eine Pflanze, die im Feldfutterbau eingesetzt wird, die sich auch gut mit der Trockenheit auskennt oder kann, weil sie ein großes Wurzelsystem hat und immer wieder austreibt, nachdem sie gemäht wurde. Das Wurzelsystem geht mehrere Meter tief in den Boden hinein und darum kann das auch Wasser quasi lukrieren, wo andere Pflanzen, Gräser, die eher seicht das Wurzelsystem haben, nicht mehr mitspielen können. Da hätten wir jetzt das Herzgespann. Das ist eine Pflanze, die sehr inhaltsstoffreich ist, Herzgespann. Das sagt ja schon der Name, die ist früher quasi in der Medizin eingesetzt worden. Diese Pflanze kann sehr gut mit hoher Lichtbestrahlung, viel Nährstoff und Trockenheit umgehen. Die Karde ist eine interessante zweijährige Pflanze, die mit Nährstoff und wechselfeuchten Beziehungen gut umgehen kann. Bei uns hat sie die Funktion, dass sie bei Hummeln sehr beliebt ist, wenn sie blüht, und sie blüht quasi in mehreren Etagen. Das heißt über einen sehr langen Zeitraum, der aber auch erst im Spätsommer beginnt, wenn die Insekten eigentlich die wenigsten Blüten im intensiven Agrarraum haben. Und ein weiterer wichtiger Aspekt der Karde ist für uns mehr oder weniger, dass die Tiere da überwintern können. Wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, dass diese Pflanze einen hohlen, markigen Stängel hat und da überwintern sehr viele Insekten bzw. ihre Larven oder ihre vorhergehenden Stadien wie Eier und Larven eben. Bei den vielen verschiedenen Brachen und Wiesen, die du hast, gibt es da bestimmte Pflanzen zum Beispiel, die du, wo du sagst, das ist jetzt meine Lieblingspflanze? Es ist jede einmal eine Lieblingspflanze gewesen, wenn du überrascht bist, dass auf einmal diese Pflanze hier auftaucht oder immer noch da ist oder wiederkommt. Und die Gesamtheit von dem, das macht einfach immer wieder Freude, weil das ist wie das vom verlorenen Sohn. Du hast ganz viele verlorene Söhne, die immer wieder auftauchen und du freust dich. Das ist schön, ja, das stimmt. Du, und beim Saatgut, das du verwendest, um diese Brachen anzulegen, hast du ja auch schon einiges Unterschiedliches ausprobiert, oder? Ja, an und für sich. Wie gesagt, beim Segetalen habe ich selber relativ viel ausprobieren können, weil das ja kurzlebige Pflanzen sind, die zum Teil in der Region noch gewachsen sind. Beikräuter haben sie relativ gut etabliert. Bei längerlebigen Brachen, wo es in Wiesenstrukturen geht, da wird es dann schon schwieriger, weil da war eben in der Region kaum ein Samenpool mehr vorhanden. Und das ist vor 15, 20 Jahren noch relativ schwierig gewesen. In der heutigen Zeit hat sich das schon gut etabliert und man wird eigentlich gut bedient. Das ist jetzt diese Revisa-Mischung. Die ist extra zusammengestellt für Ostösterreich, für dieses trockene, pannonische Gebiet. Und wir sehen schon an diesem inhomogenen, sperrigen Saatgut mit vielen großen Pflanzenresten drinnen, dass das mit moderner Seetechnik schwierig auszubringen ist. Und eine alte, widerstandsfähige mechanische Maschine, bei der ich das auch ohne Seerohre einfach oben rausfallen lasse, direkt auf den Boden, die meisten Sachen sind Lichtkeimer. Da funktioniert das relativ gut. Der alte Traktor hat den Vorteil, dass er recht leicht ist. Die Arten funktionieren derartig, dass einjährige Deckfrüchte drinnen sind, wie zum Beispiel die Kornrade oder auch ein Gras, wie die Rockentrespe, die den Boden gleich besetzen, aber als einjährige Art dann verschwinden und in diesen Lücken kommen dann die zweijährigen und ausdauernden Arten. Und so entwickelt sich im Laufe der Jahre dann eine schöne, bunte Brache. Oftmals ist es ja doch so, dass man als Bauer oder als Landwirt manchmal von der Gesellschaft gar nicht so mehr richtig verstanden wird oder dass manche Menschen nicht so den Bezug mehr dazu haben. Gibt es was, was du allen Konsumenten auch mitgeben wollen würdest? Das Nahrungsmittel an und für sich in einer Landschaft produziert werden, die divers ist, und wenn man sehr gesundes Nahrungsmittel wünscht, dann braucht man diverse Landschaft, und diese diverse Landschaft wird in Österreich forciert und auch propagiert und gemacht zum Teil, aber wenn man es noch diverser macht, dann war es für die Landschaft gut und für die Leute gut, und da sind wir noch nicht, wo wir hingehören.
Du, und was motiviert dich dazu, dass du da immer weiter tust und nicht aufgibst, auch wenn dann eben manchmal die Pflanzen doch nicht aufgehen oder wieder weg sind? Naja, was motiviert mich da? Ich würde sagen, das fängt ganz klar an und wird immer mehr und mehr. Und man kann dann nicht mehr aufhören zu bauen und die Neugier wird auch immer mehr. Und das wird eine Sehnsucht, dass das. Also wenn ich jetzt aufhöre, dann war ich furchtbar traurig, dass ich nächstes Frühjahr nicht dabei bin. Paper Shoe Song. I know, I know. The garden's overgrown. I know, I know. Let's have